Ich hatte gerade Sex mit meinem Vater, dann kam meine Mutter rein, mittlerweile lache ich drüber, bin jetzt 26 und nicht mehr schwul. Hi Leute und was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jonas Diary. Das ist jetzt keine Folge wie sonst immer, sondern heute werde ich eure Kommentare etwas kommentieren. Fangen wir auch schon mit dem ersten Kommentar an. Max11249. Ich wusste gar nicht, dass man bei einem Satz so viele Fehler machen kann. Hashtag der rote Permanentmarker. Auf jeden Fall mehr Outtakes. Leute, das war, glaube ich, die verrückteste Szene, die ich in meinem ganzen Leben je gedreht habe. Das muss man sich mal vorstellen. Wegen einem kleinen roten Permanentmarker haben wir irgendwie 16 Anläufe gebraucht. Das ist echt Wahnsinn. Aber ich denke, das kann man sich vorstellen, gerade auch wenn man das sieht. Es macht aber unglaublich Spaß, sowas zu drehen. Das ist echt... Es ist wirklich immer wieder lustig. Gun Gamer hat geschrieben, ich hatte gerade Sex mit meinem Vater. Dann kam meine Mutter rein. Mittlerweile lache ich drüber. Bin jetzt 26 und nicht mehr schwul. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Ich hoffe nur, dass das nicht ernst gemeint ist. Wenn doch, ist es auf jeden Fall ein Verhältnis, was ich so zu meinem Vater nicht führe. Der liebe Nico Citerio sagt, ich habe einen Tipp, wie man Pickel verstecken kann. Und zwar macht man einfach ein Pflaster drauf und sagt, ich bin hingefallen. Mache ich manchmal auch und jeder glaubt's mir. Eigentlich kein schlechter Tipp, es sei denn, man ist so eine Person. Heute müssen wir eine Verkündung machen. Genau. Dennis wird Vater und wir sind am 22.09., also September, bei Zirkus Halligalli. Haben da einen Überraschungsauftritt. Um 21:45 fängt es an. Und da wird eingeschaltet. Auf dem Tisch liegt ein Wisch vom Arbeitsamt. Und ich trinke den Brand, bis ich nicht mehr kann. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Der liebe Jermaine E mit. Nee, der liebe Jermaine mit unaussprechlich. Das Wort unaussprechlich ist schon unaussprechlich. Der liebe Jermaine mit unaussprechlichem Nachnamen schreibt, mein Vater ist nicht peinlich, weil er schwarz ist. Da kann ich natürlich auch nicht wirklich viel zu sagen, ob jetzt die Peinlichkeit von Eltern von der Hautfarbe abhängig ist. Mein Vater ist weiß und er ist super peinlich, von daher passt das schon. Yo, yo, yo. Was geht? Was geht, Jonah? Alter, ich drehe gerade ein Video, kannst du machen. Genau das meine ich. Kann man hier eigentlich auch was? Nee, hier lang. Katharina Nierfeld fragt, welche App zockt Jonas die ganze Zeit? Die eine App, die da die ganze Zeit in diesem Outtakes-Video war, war die App Flappy Birds und die ist ziemlich lustig. Mein Rekord ist 8. Voll ausgedacht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was mein Rekord war. Vicky Watermann fragt, wie alt bist du? Ich selbst bin 17 Jahre alt. Die meisten Geschichten, die in meinem Tagebuch stehen, sind aber mit 14, 15 passiert. Eben dann, als ich gerade fett in der Pubertät drin steckte. Master Jam aka Frederik beschwert sich, die Tipps kommen 10 Jahre zu spät. Ja, Frederik, was soll ich sagen? Hast du halt Pech gehabt. Und gerade deswegen ist es wichtig für die Leute, die gerade noch fett in der Pubertät drinstecken, die Tipps aus meinen Videos mitzunehmen und vielleicht auch anzuwenden. Parisa Iran ist begeistert und sagt, cool, danke, hat mir echt weitergeholfen. Ja klar, ich gebe mein Bestes und freue mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Becky Chen schreibt, Jonas ist als Mädchen echt sexy. Ja, das weiß ich. The GameNix fragt, von welchem Netzwerk wird Survival Guide eigentlich produziert? Von Mediakraft, übrigens. Von Animal Beyond. Die Currymöhre wundert sich und schreibt, du hast eine Gießkanne in deinem Zimmer? Gießkanne? Ich weiß nichts von einer Gießkanne. Wer hat denn schon eine Gießkanne in seinem Zimmer? Ogusan Sabat schreibt, ich liebe Jonas Diary, da kann ich mich immer selbst drin reflektieren. Das freut mich natürlich, Ogusan. Und genau dafür mache ich ja auch diese Videos. Aus den Erfahrungen heraus, die ich aus der Pubertät gesammelt habe, versuche ich, die möglichst besten Tipps zu sammeln, um euch irgendwie zu helfen, diese Zeit zu überleben. Überleben passt, das ist gut mit so Connection Survival Guide, finde ich geil jetzt gerade. Also freut mich, dass ich dir weiterhelfen konnte. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Mich würde interessieren, ob ihr sowas noch öfter hören wollt. Wollt ihr sowas öfter hören? Wenn ihr mir mal einen Kommentar schreiben wollt, den ich im Video vorlesen soll, dann benutzt auch den Hashtag CommentUnity. Dann ist euer Kommentar in der nächsten CommentUnity-Folge. Ja, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn ihr nichts mehr vom Survival Guide verpassen wollt, dann drückt hier auf den Abonnieren-Button. Ansonsten könnt ihr hier unten die letzte Folge von Jonas Diary sehen. Eltern vs. Freunde. Eltern vs. Freunde. Cool. Und hier kommt ihr zum letzten Video vom Survival Guide. Viel Spaß mit diesen Videos und bis dann. Ciao, Leute.